Ich bin Lina, wohne in Mainz, studiere Humanmedizin und bin seit 3 Jahren Fitness-Food-Influencerin, so wie man so sagt, auf Instagram. Ich habe so vor 3 Jahren angefangen, mir meine eigenen Rezepte auszudenken, weil ich einfach schon immer gerne gebacken und gekocht habe, aber es gerne ein bisschen kalorienarmer haben wollte. Und dann habe ich angefangen, mir meine Rezepte selbst auszudenken und dachte, die kann ich auch mit anderen Menschen teilen. Auf Instagram hat Lina inzwischen mehr als 30.000 Follower. Mit ihnen teilt sie nicht nur Rezepte, sondern auch ihren Alltag. Das fängt schon morgens nach dem Aufstehen einfach an, dass ich Instagram checke und schaue, wer mir so geschrieben hat und die Nachrichten halt beantworte. Dann mache ich halt morgens direkt backig oder bereite auf jeden Fall mein Frühstück zu. Und das ist halt relativ aufwendig, da ich halt jeden Tag irgendwas anderes mache, um halt Abwechslung zu bieten. Und ja, dann fotografiere ich das natürlich und verzehre es erst dann. Also ich brauche so 1 bis 2 Stunden für mein Frühstück teilweise. Und ja, dann tagsüber bin ich halt immer wieder online und beantworte Nachrichten, Kommentare, bin halt einfach präsent. Zu Linas Aufgaben als Influencerin gehört es, regelmäßig Bilder zu posten und Instagram-Stories für ihre Follower zu entwickeln. Außerdem arbeitet sie mit einigen Unternehmen zusammen. Sie bewirbt Produkte wie zum Beispiel Fitness-Shakes. Also es gibt unterschiedliche Arten von Kooperationen. Einmal so eine, ich sage mal, auf Vertrauensbasis eine Kooperation, die habe ich bisher nur, wo es gar keinen Vertrag gibt, sondern ich bekomme Produkte zugeschickt und soll die halt ja, auf meine Art werben und bekomme dann, wenn ich so einen Rabattcode habe zum Beispiel, dafür halt Provisionen. Und es gibt halt auch Kooperationen, wo man wirklich einen Vertrag hat, wo man dann wirklich vorgeschrieben hat, wie oft man im Monat postet. Und das habe ich zum Glück nicht. Da ist man halt einfach stärker daran gebunden. Ich bin da eigentlich relativ frei. Influencer vermitteln also auf eine vertrauenswürdige Art und Weise Werbebotschaften. Diese sind oftmals als persönliche Empfehlung getarnt. Das Potenzial für Unternehmen scheint hier sehr groß zu sein. Laut Umfragewerten arbeiten bereits 59% der deutschen Unternehmen mit Influencern zusammen. Dr. Sven Pagel ist Professor für Wirtschaftsinformatik und Medienmanagement an der Hochschule Mainz. Er beschäftigt sich unter anderem mit digitalem Marketing, zu dem auch das Influencer-Marketing gehört. Die Creator-Influencer-Branche hat einen immensen wirtschaftlichen Wert. Das sieht man auch an den Einnahmen, die generiert werden. Da muss man sich natürlich anschauen, die Topverdiener. 2017 gab es ja mal Zahlen zu den Werbeeinnahmen. Die liegen für Bibis Beauty Palace bei 500.000, bei Gronkh über 300.000. Nur die Werbeeinnahmen, das ist ja nur ein Anteil der Erlöse. Das heißt, die Topverdiener verdienen richtig viel Geld und drumherum entwickelt sich eine Branche von Creators, von Influencern, die auch davon leben können. Auch die Unternehmen profitieren von der Zusammenarbeit. Sie nutzen die Reichweite der Influencer, um in Kontakt mit spezifischen Zielgruppen zu treten, die über andere Kanäle für sie nicht erreichbar wären. Doch das Influencer-Marketing hat auch seine Schattenseiten. Oft ist nicht klar ersichtlich, ob es sich bei den Postings um eine Empfehlung oder einen Werbepost handelt. Also die Grundlage der Debatte sind ja eigentlich Gesetze, wie immer im Leben. Das sind vorneweg das Telemediengesetz und der Rundfunkstaatsvertrag und natürlich das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Die sind die Basis und da kann jeder Marktakteur, letztlich jede Privatperson, auffällige Inhalte melden. Meiner Wahrnehmung nach sind ein wichtiger Player die Landesmedienanstalten, die da versuchen auch, ich will fast sagen, so eine Mittlerfunktion wahrzunehmen. Und da gibt es immer eine ganz spannende Information, die ich empfehle. Es gibt eine sogenannte Kennzeichnungsmatrix, die man auf der Website der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten findet, ALM. Die empfehle ich immer, weil da genau aufgeführt ist, wann man wo wie kennzeichnen muss. Sollten Influencer einen Werbedeal mit einem Unternehmen eingehen, ist es wichtig, dass die Postings offensichtlich als Werbung gekennzeichnet sind. Dies haben auch mehrere Gerichte entschieden, vor denen sich bereits einige Influencer verantworten mussten. Sie wurden beschuldigt, auf ihren Profilen Schleichwerbung zu machen und wurden deshalb teilweise mit Bußgeldern bestraft. Die Influencer reagieren in Summe meiner Wahrnehmung nach sogar momentan ein bisschen über. Sie fühlen sich derart unter Druck, dass momentan alles und nichts gekennzeichnet wird und damit konterkariert das natürlich den eigentlichen Gedanken, weil das eigentliche Ziel der Kennzeichnung ist ja, dass ich die Trennung zwischen redaktionellen Inhalten und werblichen Inhalten erkenne.
Wenn aber alles als werblicher Inhalt gekennzeichnet wird, bin ich als Privatperson, als Nutzer trotzdem völlig desinformiert. Insofern würde ich den Influencern da sogar eine gewisse Lässigkeit empfehlen. Lässig ist ein gutes Stichwort. Für Lina ist die Arbeit als Influencerin ein Hobby. Sie verdient zwar Geld damit, aber für sie gehen Studium und Freunde definitiv vor. Irgendwann möchte sie Ärztin werden. Was dann mit Instagram passiert, weiß sie noch nicht.